Warnung! Dieser Film beinhaltet eine unsympathische Hauptdarstellerin. Die Zuschauer werden um Diskretion gebeten. Wolltest du schon einmal so berühmt werden? Entre nous, ça va faire un malheur. Dass es nicht mal wichtig war, wofür? Danny Sanders könnte vielleicht der schlimmste Mensch sein, über den wir je gesprochen haben. So zu tun, als wäre sie das Opfer, hat eine Menge Leute von ihr abgestoßen. Ich wollte nur die vorderen Strähnen blondieren, aber ich will echt nicht mit Danny Sanders verwechselt werden. Das ist so verrückt, oder nicht, Kevin? Weiße Frauen. Mein Name ist Danny Sanders. Und am 10. April... Eine Reihe von Terroranschlägen in Paris... ...wäre ich fast gestorben. War nur Spaß. Pass auf, was du dir wünschst. Meine Gefangenennummer, Bruder. Alles oder nix. 2012. Schakel! Mein Schakel, du Schalopke! In das ganze Land. Jetzt bist du Radar geworden. But I went to work in the music industry. Is that money in it? A lot of money. Have you never heard about Dr. Dre? What kind of doctor is he? Ich hab Scheiße gebaut. Ich hab seinen Koks verloren. Wie geht das, Koks zu verlieren, Bruder? Weißt du nicht irgendein Ding, was ich drehen kann? In Stuttgart gibt es einen Goldhändler. Die kaufen Zahngold an. Von wie viel Gold sprechen wir? Was hast du schon wieder angerichtet? Wovon redest du? Wie sollen wir das machen? Im Knast ein Album aufnehmen. Flashbacks, Flucht endet, wo alles begann. Nur dieses Mal, wenn ich rauskomme, bin ich wohl ein anderer Mann. G! Lass mal bitte pennen, ja? Wie spät ist denn? 3:30. Sorry, Junge. The city's not for you. All unser Leben ist schon geschrieben. Aber wo du mal schaust, Akibat sind die Gichot haben das Foto. Du bist jetzt eine lebende Legende. Wir gehören zusammen. Sehr gut. Kannst nah sein. O Gott, von dem wir alles haben, wir danken dir für deine Gaben. Du speisest uns, weil du uns liebst. Marcus, mittlerweile ist die ganze Stadt ums Leben gekommen. Dr. Lawrence Stone? Warum bin ich hier? Man sagt, wenn es etwas Außerirdisches ist, werden sie es finden. Geologen haben bestätigt, dass es ein Meteoroid ist. Er scheint eingeschlagen und sich dann im Boden aufgelöst zu haben. Es ist hochgiftig und sie wollen es nicht einatmen. Er heilt gerade. Was? Wie ist das nur möglich? Es handelt sich um die Entstehung einer neuen Lebensform innerhalb des menschlichen Körpers. Was zur Hölle bedeutet das? Aliens, General. Wir müssen in der Lage sein, es aufzuhalten. Wir brauchen Antworten. Das hier war kein Unfall. Wir waren das Ziel. Es will nur mit Ihnen sprechen. Sie sehen alle nach Norden. Es ist die Pflanze. Willkommen auf der Erde. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Oh.
This is from Mr. Roughton. Mr. Roughton didn't actually want to see you. But the note. I know, I wrote the note. You dating anyone? I've never even had a real boyfriend. Sure, you've had some romances? No. I like him. Mom? I'm gonna try for a running scholarship. UCLA. That's a really great idea. It's a really good idea. I have a good feeling about those two. I think it's good at your age. Good to date. You don't have to tie yourself down to just one person. Does this change anything? Baby, everything can change. Do you think you'll see Jim this summer? Why wouldn't I? This whole new life is about to start for you. I don't want you to miss out. I got into school, New York. You can call and plan trips. If you want to. Just wanted to see where things stand. I don't know. Poor darling. You don't have to say it like that. We're 18, we're both off to college. What did you expect, marriage? Hey, I got a question for you. How'd you get with Anne? Hey, stop! Get off me! Stop it! What is wrong with you? So it all came. You okay? Mm-hmm. You sure? Forget her. We're young. There are a lot of Anns out there, man. You don't have to get hung up on. I got a good thing with her. How do you know until you've tried everything else? I keep wanting to call her. I just give it time. How much time? If it's meant to be, she'll come back. Something about you. Something about you. You can't go through life waiting for happiness. You have to make your own. Hi. Hi. Ja! Hey, Hook, Lust auf ein Rennen? Weiß nicht. Komm schon. Ha, ganz der Alte, mal wieder vom Rennfieber gepackt. Aber ich habe ja null Chance gegen... Los! Yeeha! Komm schon, Lightning McQueen! Ich bin jetzt erstmal weg, das wollte ich nur sagen. Ich fahre nämlich Richtung Ostküste zur Hochzeit meiner Schwester. Warte mal, du hast eine Schwester? Wow! Ist schwer vorstellbar, Mann. Ihr habt euch ja sicher ewig nicht mehr gesehen. Wie wär's, wenn ich dich begleite? Wirklich? Wir machen einen Roadtrip. Es gibt hier so viel zu sehen. Und so ein bisschen den Hauch des Todes. Oh, wie spannend. Allein ist so ein Roadtrip ja auch viel weniger lustig. Das kannst du laut sagen. Wir müssen die Nebenstraßen erkunden. Das ist so cool. Freundschaften schließen. Hä? Wohin fahrt ihr denn jetzt? Ich muss die Waldspuren loswerden. Wow, ich glaub's ja nicht. Was meint ihr? So perfekt wie vorher. Wasser blickt mein müdes Äugelein. Zwei Tretautolein. Extra Punkte für den Auftritt. Ah, Käfer im Auge! Ich hatte was anderes erwartet. Die Hindernisse, die es zu überwinden gilt, die machen das Leben lebenswert. Ich helf dir, Kumpel! Die lieb ich. Ich weiß nicht. Ach komm, wir haben jetzt dreimal deine Sachen gemacht. Den weltgrößten Reifenirrgarten. McQueen! Hook! McQueen! Hook! McQueen! Hast du denn niemanden, der dir hilft? Hallo, ich bin Richard. Wenn Sie unten sind, dann ist es gleich die erste Tür rechts. Waschraum. Haben Sie es gefunden? Hallo? Haben Sie die Waschmaschine angemacht? What is problem? Das Problem ist, dass Sie meine Wäsche waschen. Ich möchte nicht wirklich einem Mann dabei zusehen, wie der über meinem Klo hängt und putzt. Nein, nicht den. Für die Toilette den blauen. Ja, und wenn der Gerd mal das Klo putzt? Der Gerd putzt das Klo nicht. Der Peter hat auch noch nie das Klo geputzt. Nee. Ich habe noch einen Job für Sie. Sie können mich am Sonntag ins Konzert begleiten.
war mein Mann. Yes, ma'am. Sie verstehen nicht, mein Mann. Können Sie uns sagen, was heißt Ehemann auf Englisch? Husband. Und seine Geliebte? You want to walk to the park? Oh. Park. Das ist gut. Husband in concert. Grumpy man. Like this. Das könnte er sein. Danke für den schönen Tag. No. Ach so. Baby. Gut. Es gibt News. Ich werde das Haus verkaufen. Dann könnt ihr jetzt öfter kommen. Wo bekommt ihr noch Geld? Kaffee. Du und der Pole? Ist da irgendwas? Was soll denn das sein? Da sind jetzt so ein paar Sachen vorgefallen. Oh Gott! Wie geht es Ihnen? Haben Sie über Nacht Deutsch gelernt? Sehr schön. Ich habe da jemanden kennengelernt. Daran denkst du doch nicht, dass dir so etwas nochmal passiert. Nee. Sie müssen das nicht tun. Doch, das muss ich. Ich liebe dich, Tom. Tonight you don't wanna go home. And today you try to stay. Was macht ihr denn alle hier? Wir sind wegen ihm hier. Mm-hmm.